Die Medizin und Fachleute schlagen Alarm. Aufgrund der Pandemie steigt die Zahl der nicht Krankenversicherten in Europa. Besonders betroffen sind Migranten, aber auch immer mehr Einheimische aus der Mittelschicht. Hier in Wien etwa ist die Zahl der nicht versicherten schwangeren Migrantinnen zuletzt um 30% gestiegen. Ich habe gearbeitet, aber ich habe meinen Job verloren wegen Corona. Und meine Versicherung und alles, ich habe verloren. In Österreich ist die Krankenversicherung mit dem Dienstverhältnis verknüpft. Ohne Arbeit ist die schwangere Elina deshalb auf ehrenamtliche medizinische Hilfe angewiesen. Geleistet wird diese von Ambulanzen. Diese brauchen Verstärkung. Naja, sie sind froh, dass es uns gibt, dass es die Möglichkeit gibt, hier eine Ambulanz zu haben mit einem niederschwelligen Zugang, wo eigentlich jeder kommen kann. Die einzige Bedingung ist sozusagen, keine Versicherung zu haben. Und ich denke, es ist eine Aufgabe, die ganz, ganz wichtig ist und deswegen bin ich hier. In vielen anderen europäischen Ländern ist die Krankenversicherung an die Staatsbürgerschaft oder den Wohnsitz gekoppelt. Offiziell sind dort damit alle versichert. In Österreich und Deutschland wurde der Versicherungsschutz in den vergangenen Jahren ausgeweitet. Nur ein kleiner Prozentsatz bleibt hier unversichert. Am größten ist der Anteil der Nichtversicherten in Polen, Ungarn und Estland. Die Pandemie verschlimmert diese Situation nun. Von den Einrichtungen, die nicht krankenversicherte Personen behandeln, da haben die Zulaufzahlen, die sind eigentlich dramatisch gestiegen. Und vor allem geht es wieder in Richtung der Personen mit Migrationshintergrund, die schon per se verstärkt von Nicht-Krankenversicherung betroffen sind. Aber gerade diese Personen, weil sie vielfach prekär beschäftigt sind, vielfach als Erste von Arbeitslosigkeit im Rahmen der Pandemie betroffen sind, diese Personen sind am stärksten wiederum betroffen. Die Corona-bedingte Arbeitslosigkeit von Elina zeigt die Lücken im europäischen Krankenversicherungssystem. Dabei wünscht sich Elina nichts weiter, als irgendeine Arbeit zu finden und dass ihr Kind gesund zur Welt kommt. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien.